So, da bin ich wieder und ich zeig euch, was hier denn, was wir gleich hier machen, was sie zum Beispiel hat. Oder die Person, die ihr letzte schon da hinten um die Ecke gesehen habt. Aber erst möchte ich mal hier kurz was gucken gehen, bevor wir abdüsen. Wir gucken, wenn hier nächstes Championat im Moorland ist. Heute ist Donnerstag, 11 Uhr, 20 Uhr ist das nächste. Ich würde hier gern mein Glück nochmal mit Fire Breath, wenn es auf Level 10 ist, versuchen. Ich hatte nämlich schon die Chance, einmal 7. und einmal 5. schon zu werden. Fangen wir mal hier bei Julie an. Du? Haha, also das ist jetzt etwas peinlich, weil ich eigentlich die Pferde im Stall heute striegeln sollte. Bei mir ist das was dazwischen gekommen. Du kannst dich ja vielleicht darum kümmern, das geht auch super schnell. Sind ja nur 3 Pferde. Super, ich wusste es, ich werde dir nie vergessen. Also sie ist ungefähr so eine... Eine sie kennenlernt. Sie möchte immer, dass sie so gesagt Erledigungen für ihr machen tut. Weil sie ständig was zu tun hat. Zum Beispiel die NPCs, die einfach nur rumstehen, wie dieses Mädel hier, die werde ich euch jetzt nicht vorstellen. Ich habe die Quest durch, dann müsst ihr euch selber denn überraschen lassen und die sieht ja, wie sie eigentlich heißt. Wir sollen so sagen, wir jetzt die Pferde striegeln, dann werden wir gemeinsam mit den Stallarbeiten machen. Und wir wissen ja im Prinzip, wie das abläuft. Jetzt haben wir den Laufgang. Jetzt werden wir mal die Taste nach oben drücken. Und große schreiben, die ja gleich daneben ist, neben den Pfeiltasten. Schweige so den Pony. Werde ich euch auch nie vorstellen. Aber ich kann es wenigstens jeden Tag sehen. Ich sag nur, das Pony hat mir eine Menge Schere rein beschert. So, dann öffnen wir mal. Strong zum Beispiel STRG könnt euch ducken. Das drehen wir uns mal. Okay, jetzt stehen sie alle hier in das bei dem Pferd drin. Pff. Und wieder die Pfeiltaste nach oben. Ne, eins steht sogar hier mit dem Pferd und die andere dort. Boah, das weiß ich, sieht auch toll aus. Aber ich habe mich für den Spatz entschieden, wenn ich mir den holen kann. Das Pferd ist gerade nicht für euch wichtig, das ist auch ein NPC. Wie die anderen Pferde, die wir hier striegeln sollen.
Das braune meine ich. Das Pferd, wo wir jetzt drin sind, das gehört jemand auf jeden Fall. Wo sind denn die Futterdinger da? Und wieder ist eins reingestellt worden. Können einfach durch die Pferde durchlaufen. Was das Positive ist. Das haben wir erledigt. Ich glaube, hier ist Pferdstriegeln angesagt. Und da dreht sie sich um ein Striegeln. Das ist eigentlich der Pferde, wo umgedreht wird, praktisch gesehen. Und sie wieder ein zum Striegeln. Und da hat sie auch umgedreht. Das hat sie letztens nicht gemacht. Noch irgendwas? Nö. Hier meine Questen abgeben. Vielen Dank, du bist echt die Beste. Du wirst wahrlich eine richtige Bobcat. Ja, das sagt sie doch immer. Und ich mache das hier nie mit den Übernachten in den Ställen, weil das spart mir Geld. Das fährst am besten die Rennstrecken machen, das wäre gut. Altan hat nämlich auch Bilderknipsen von Rennstrecken. Machen zuerst aber ihre Rennstrecke. Wobei reiten, vielleicht sehen wir auch gleich noch, was er hat. Nö, das haben wir jetzt nicht gesehen. Warte, ich bin auch schneller geworden. Merkt man ja bei mir. Ich merke es auf jeden Fall. Meine Bestleistung ist 41,69. Ich wollte schon sagen, was war das gerade für eine Katze gewesen, aber okay. Ich habe schon gedacht, das wäre die Katze, die ausgebüxt ist, aber okay. Ich glaube, die hatten wir schon gehabt. Die machen wir zum Schluss. Ja klar. Oh nee, nehme Abkürzungen.
Hier oben ist eine verlassene Farm. Moment, was saß da? Das würde ich mir gerne anschauen wollen, wenn es danach noch sitzen sollte. Okay, aber eigentlich hätte ich hier rüberspringen sollen. NPCs, die Hallo sagen. Gute Arbeit in dem Fall. Hier kann man schon jetzt schon punkten, wenn man Rennstrecken macht. Stacy. Und hier habe ich sogar drei Strecken. Ich glaube, bei den anderen hatten wir zwei. Mal gucken. Nicht schlimm. Und manche nennen es, da kann ich ja schon wegfliegen, ja. Auch wenn ich heute ein bisschen schlecht bin, was das Reiten angeht.